Geht halt gleich los. Gleich bedeutet halt irgendwann. Und dann kommt, glaube ich, noch mal ein 60-Sekunden-Countdown. Noch mal 5 Minuten warten. Ich fasse es nicht. Fängt ja schon gut an. Wirklich. Und ihr seid alles so PlayStation-Fanboys. Ich raste aus, ey. Hätte ich mir wirklich noch mal Essen kochen können. Und wir hätten noch mal 5 Runden spielen können. Spiel F-Zero. Ach jo, Jarell. Ich muss da auch mal was für Sony, für Sony-Zuschauer hier machen. Sonst heißt es immer, ich bin Hater. Weil ich erzähle, wie es wirklich ist. 4 Minuten ist eine Frechheit. Aber okay. Ist gut. Mit den Sony-Kunden kann man es machen. Die sind sehr schmerzbefreit. Die haben nicht so viel Schmerzen. Sehr schön. Jonas, sehr schön. Die Konsole ist nicht schlecht, aber Sony. Ja. Also die ruhen sich halt zu sehr auf dem Erfolg aus aktuell. Und sie haben halt den größten Erfolg. Wie gesagt, irgendwie so 90% oder so haben die Marktanteil. Also unschlagbar, da kommt keiner an. Deswegen müssen sie halt auch nichts machen. Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100. Edewongji unterstützt mit 500 Bits. Vielen lieben Dank für die 500 Bits. Liebe geht raus. Vielen, vielen lieben Dank, Edewongji. Ey, die Aussprache fand ich cool. Edewongji. Danke dir, meine Liebe. Vielen, vielen lieben Dank. So, und Indie-Spiele. Ich hoffe, da sind richtig schöne Indie-Perlen dabei. Und die verdienen es, im Rampenlicht gestellt zu werden durch so eine Direct. Ich weiß, dass auf Sony zum Beispiel Indie-Spiele katastrophal sich verkaufen. Und die Indie-Plattform ist eher Steam und Switch. Auf Sony und Xbox verkaufen sich Indie-Spiele fast gar nicht. Deswegen finde ich es schön, dass Sony auf jeden Fall jetzt eine Direct zeigt mit Indie, um da auch mal ein bisschen den Leuten zu zeigen, hey, es gibt noch andere Spiele, Chat, die es vielleicht verdient haben, gespielt zu werden. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt. Noch 2 Minuten. Und dann kommt noch mal ein Countdown. Kappa. Aber wir wissen tatsächlich nicht, wie lange die geht, ne? Ob sie nur 20 Minuten geht. Ob sie 3 Stunden geht. Ob sie 1 Stunde geht. Wir wissen nicht, wie lange die geht. Microsoft hat auch schon eine Indie Direct gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie viele Streams Microsoft jetzt hatte für Xbox. Aber die waren alle eigentlich immer richtig gut, weil auch sehr viele AAA-Titel immer in Game Pass direkt Tag 1 sind, die 80 Euro kosten. Da hatte ich irgendwie mal aufgezählt, dieses Jahr sind es irgendwie Game Pass-Spiele im Wert von 400 Euro. Und du musst halt einfach nur so 20 Euro zahlen oder so. Das ist schon cool, wenn man als Streamer das alles spielen will. Die Direct braucht locker noch 50 Minuten zum Start. Ja, genau. Deswegen steht da 50 Sekunden Teiler. So sieht's aus. Ich will F-Zero weiterspielen, Mann. Ich bin süchtig. Jonas, einmal habe ich gewonnen und einmal hast du gewonnen. Mega gut. Ich würde sagen, unentschieden. Ich finde es schade, dass PlayStation immer nur auf Englisch streamt. Also Nintendo hatte heute zum Beispiel in allen Sprachen einen Stream. Es gab eine deutsche Nintendo Direct, wo sie auch Deutsch gezeigt haben. Mit deutschen Untertiteln. Das gibt's hier komplett gar nicht bei Sony. Wir müssen jetzt auf Japanisch gucken. Oder Englisch.
Morgen bin ich nicht mehr zu Hause, Jonas. Aber ich spiele in der Bahn dann. Ruhe. Geht los. Ruhe. Wenn es zu leise ist, sag Bescheid. Ich mach lauter. Lauter. Roblox, ich fass es nicht. Das ist doch nicht PS5-Grafik, oder? Ist das doch ein Switch-Spiel? Arabische Untertitel. Komm. Das ist ein Switch-Grafik. Also, ja, ich sag mal so. Jarell, alles richtig gemacht. Viel Spaß mit deiner PS5. Viel Spaß. Okay. Okay. Aber Jonas, was machst denn du da? Warum kletterst du jetzt da auf einem Berg? Och, Jonas! Aua. Das sucks. Ey, aber an sich ist es schon witzig, aber die Grafik ist halt beschissen, ne? Für ein PS5-Game. Ich habe das Gefühl, das ist so ähnlich wie, wie dieses Jump Up oder wie das Spiel heißt. Only Up. Okay, Tree. Ah, guck mal, jetzt wird die Grafik ein bisschen besser. Mike, are you okay? You look sad. Oh, hey, Mike. No, 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 that's sad. Let's just take a break from my run. Ich find's halt schade, dass... The road's out. Yeah, road's out, but no worries. Ah, jetzt wird die Grafik besser. Grapple. Ist das ein Koop-Spiel? Yeah, just grapple with your grappling hook. Oh, yeah, I'll just grapple that fucker with my grappling hook. Yeah, no worries, just grapple that. Stellt euch vor, das ist jetzt ein EA... Yeah, good. Kennt ihr das EA-Spiel, was man zu zweit gespielt hat? Stellt euch vor, das ist der Nachgänger, der Nachfolger. Yeah, all right. Nee, ist es niemals. It takes two, genau. Baby Steps. Aber warum ist die Grafik so komisch? PS5 exclusive. Hi, I'm Sean Benson. Here at PlayStation, our team is always on the lookout for creative, inspiring games. Nur mit der krassen SSD von der PlayStation. Players around the world. We are constantly canvassing game development studios as we search for the next exciting idea. Geil. And as you just saw, Baby Steps is a great example of the innovative spirit that we're looking for. Aber ich sag mal so, auf der Switch würde es mehr Erfolg haben. We've got a wide variety of games to share with you. My hope is that these demonstrate the diversity of experiences coming to PlayStation consoles and PSVR 2. On that note, I'm very excited to welcome PlayStation players to Roblox. This infinite variety of 3D immersive experiences ist halt wirklich auf das Publikum abgeschnitten, Jonas. Juhu, wir haben endlich Roblox nach 10.000, 20.000 Jahren. So you can join 66 million daily active users across PC, mobile and other platforms. We can't wait Gute Nacht, for you to Jonas. Explore millions of experiences together and to Und Jarell feiert's jetzt. PlayStation beste Konsole, right, ich kann Roblox spielen. In. Starting with a look at two great games coming to PlayStation VR 2. Oh, VR-Spiele, das wird interessant. Ghostbusters Welcome VR. To the Ghostbusters. You might be new here, but we have a job to get done. The city isn't going to save Das ist itself. Cool. So get geared up and join the team, because working together, go. Das ist cool. Will give you the best chance. We got it. Luckily, you'll have access to the latest ghost-busting gadgets, if you can earn them. We're talking yeah. turrets, das ist wirklich cool. Decoys and so much more. Aber ich habe leider keine VR-Brille. I'm picking up something. Whoa, watch out. You'll need to be ready for anything. Die VR-Brille ist leider zu teuer. Ich glaube so 500 Euro oder 400, ne? Aber wenn jemand eine VR-Brille hat, ist das, glaube ich, eine Empfehlung. Oh yeah, these guys, Mini Puffs, you can be a real pain in the...
Ich glaube, das könnte ein echt schönes Spiel sein. Resident Evil 8. Ja. Cool. Nice. Nee, Resident Evil 4. No fucking way. Resident Evil 4? Ja. Bap. Man kann es jetzt so... Das ist schon cool. In VR ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und die Grafik ist saugeil. Think you can swallow me whole, huh? Grafik ist saugeil. In diesem Winter schon. Oh oh. Resident Evil 4 DLC wird angekündigt gerade. Die kündigen jetzt nicht das Resident Evil 4 DLC an. President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Oh fucking hell. Don't get careless. Copy. Ich glaube, da spielt man die Ada-Storyline. What terrible actions will be done in its name? Ja. And who will pay its Resident Evil 4 mit der Ada-Storyline. Find Lewis. Fetch me the Amber. Das spielt zeitgleich und man spielt aber Ada. Or are you just trying to use me again? Because in this world, someone always pays. There's someone who needs my help. Aber das hat nichts mit PlayStation zu tun, Jonas. Ja, komplett neues DLC. Also dieses DLC gab es im Original, glaube ich, auch, Jarell. Nee, das ist nicht Sony-exclusive. Aber natürlich trotzdem feiert man Sony jetzt dafür. Aber, genau, also ich glaube, es war schon so oder so bekannt, weil das DLC gab es im Original Resident Evil 4 auch schon. Hat man jetzt gerade ein... Nee, scheiße. Man hat kein Release-Datum gesehen, ne? Ist das A? Wieso sieht dieses Avatar-Spiel so gut aus? Das, was wir bei Ubisoft gesehen haben, sah echt kacke aus. Was man bei Ubisoft damals gesehen hat, sah echt kacke aus. Aber das hier sieht richtig gut aus. And trained in their ways. Scheiße, wenn Nivi das sehen könnte, aber er guckt jetzt leider was anderes. Ich weiß es nicht. Das sieht so gut aus. Das ist, glaube ich, wie The Crew. Das sah auch bei der Ubisoft Direct kacke aus. Und jetzt sieht es viel besser aus. So gut. Nivi ist hier. Nivi, du hast vielleicht recht. Avatar wird vielleicht ein richtig geiles Game. Ja, das kostenlose DLC ist nicht interessant, Tyler. Das ist nur so ein Shooter-DLC. Das Game war von Anfang an interessant. Aber was ich bei Ubisoft gesehen habe, hat mich nicht überzeugt. Aber das hier sieht um Welten besser aus. Schau dir mal an, wie das aussieht. Das bei Ubisoft sah dagegen aus wie ein 20 Jahre altes Game. Stimmt's, Jonas? Eventuell haben sie die Grafik einfach nochmal um 1000% geupdatet. Vielleicht waren das einfach viel zu frühe Spielszenen. Das ist richtig hübsch. This is my home. Naja, doch, ein paar Shader drauf machen. Anti-Aliasing und schon sieht es aus wie krass. Das könnte so vom Spielstil werden wie Horizon. Glaube ich. Auch so das mit dem Reiten und so. Es könnte wie Horizon sich spielen. Wie sie extra nur so PlayStation hinschreiben. Damit jeder denkt so, ich brauche eine PlayStation. We need him stronger. Aber das sah richtig hübsch aus.
Ja, Ubisoft macht wirklich was falsch, was Ankündigungen angeht. The Crew sah kacke aus. Und Avatar sah auch kacke aus, Jarell. Ja, Ghost Run. Ist ein interessantes Spiel, aber nichts für mich. Aber es sieht schön aus. Auch. Ghost Run hat 2 sogar. Oh, Demo ab heute verfügbar. Cool. Diese Zwischensequenzen macht übrigens Sony richtig gut. Das muss man lassen. Da ist Sony der Einzige, der sich da wirklich so richtig krasse Animationen gönnt. Nintendo hat immer nur einfach ein rotes Bild. Und Xbox hat irgendwie auch, glaube ich, gar nichts. Das ist schon heftig, ey. Das hier hat einfach Millionen verschlungen. Um das so zu zeigen. Das sind die Platten, die es gibt, ne? Für die Konsolen, die verschiedenen Farben. Es gibt jetzt jede Farbe als Platte. Es gibt Blau, Rot und Weiß. Aber ich muss sagen, Weiß sieht am hübschesten aus. Oh. Hi, I'm Johan Pielestad, CEO and Creative Director at Arrowhead Game Studios. And today I'm pleased to share an extended look at how Koop-Spiele sind cool, aber nur wenn man halt die richtigen Leute dazu hat. Sonst ist es einfach nur scheiße. Once cleared for mission engagement, it's time to go into your hell pod and prepare for Planetfall. Today we join a squad on one of the many planets in the galaxy. Set them on ja, das waren komplett neue Farben. A deadly bile titan. Ich kann mir vorstellen, das hier macht, wenn man mit den richtigen Freunden spielt, okay, kann es Spaß machen. Wenn man zusammen im Discord ist und einen Abend zusammen spielen möchte. Super cool. Okay, I'm covering you on the right. We're covering you. Big Hof wird nicht, der labert nur Müll. Jarell, einfach ignorieren. I'm switching to flame for Earth. Oh god, there is the bile titan! Oh, I died. Reinforcing. Uff, after run. Also wenn ich nochmal ein Kind wäre mit meinen Kumpels, wir haben damals auch immer Nächte durchgezockt übers Internet. Dieses Spiel wäre perfekt gewesen für die Spieleabende, die wir gemacht haben. Reload my recorders. On it. Ja, natürlich, wenn du mit Freunden spielst, dann redest du nicht so, ne, Kemper Mega. I'm gonna take out the Brute Commander. He's charging me. Er stirbt auf mich. Alright. Riddle away. Nice. I'm gonna thin out the crowd a little bit. There are a lot of them coming. Ah, das ist, wie sich die Entwickler vorstellen, wie man das Spiel spielt. The little ones. Oh, oh. Das ist Big Bruch, du kannst das alles auch auf der Xbox spielen. Oh. Also keine Sorge. I'm sorry. Mein Internet eckt hart. Oder die Auflösung runterstellen, Nivi. Ich habe die sehr hochgestellt. Ich stream gerade mit sehr viel Bitrate. Du brauchst mindestens 10 Mbit Download. Getting out of the way. Ey, das ist schon heftig. Good job, guys. Well done, Helldivers. Aber ich kann mir nur vorstellen, dieses Spiel mit Kumpels zu zocken. After each successful mission, players are mit denen es auch wirklich Spaß macht, allowing you to upgrade your ship, weapons, armor and stratagems. So mit Jonas könnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Der wird dann einfach trollen, wir werden sterben und das Spiel ist scheiße und mal aus. So sieht's aus. Now go out there and spread managed democracy. Solche Spiele können auch sehr anstrengend sein. Wenn einer einen Fehler macht, stirbt die ganze Gruppe. PlayStation 5 und PC. Ist das ein PlayStation Studios Spiel, weil das da unten stand? Hä, sie zeigen ja doch was.
Hey, haben die uns getrollt? This is Brian Itahar, senior das sind doch keine Indie-Spiele. Die haben uns getrollt, Jonas. Es kommt einfach Spider-Man Showcase. But today I'm here to provide you with a first look at how the open world experience is evolving and how the game is built to take full advantage of the PlayStation 5. Die Stadt sieht so unglaublich hübsch aus. Dagegen sind die Vorgängerspiele richtig kacke. And we've introduced the web wings, an entirely new mechanic that, when combined with web swinging, allows you to traverse the city in a whole new way and at faster speeds than ever before. Davor war die Stadt richtig scheiße im Vergleich. Or the fireworks that light up the sky over Coney Island. Exploring these areas will feel much different than the towering skyscrapers of Manhattan, while also delivering memorable locales like Peter Parker's old stomping grounds in Midtown High and Miles Morales' current place of learning, Broken Visions Academy. Hey Miles, die Stadt sieht auch unfassbar lebendig aus. Marvel Spider-Man 2 will introduce the ability to switch between the two. Wenn ich das Spiel zuerst spiele, werde ich die anderen beiden Spider-Man-Spiele nicht mehr spielen können, weil sie nicht so gut sind wie das hier. Delivering a bigger city and playing as not one but two Spider-Heroes were big goals for Marvel Spider-Man 2. Auch das Kampfsystem sieht viel besser aus. Ich hatte mal bei Fetzer reingeschaut, Nivi. Das hier ist einfach nochmal Next Gen. New activities and storylines will become available. The majority of those will now be represented by visual cues in the world that grab your attention. So hübsch. Such as a flock of Kraven's Talon drones circling. Man sieht echt grafische Unterschiede. Or even an unfamiliar Spider-Bot ping emitting from one of the rooftops. Many activities, like the hunter's cloaked blinds that overlook the Big Apple, lead to greater challenges, yet yield worthy rewards. Man sieht die Weiterentwicklung. Marvel's greatest hunter, Kraven. So others will lead to a climactic showdown with Marvel villains. Ja, das werde ich definitiv auch spielen. Vielleicht nicht Tag 1. New AR tech in the lenses of their masks. Das Problem ist, Jonas, spielst du das Spiel zuerst oder Mario? You can always refer to the upgraded Friendly Neighborhood Spider-Man app to quickly track nearby areas of interest. The app will also include incoming requests from those who ich bin mal gespannt, wie viele Playstations überhitzen werden bei dem Game. Help, while others, like the students of Brooklyn Visions calling weil zu viel Staub in der Konsole ist. The mask of a specific hero. All these activities, ich werde, glaube ich, auch Mario zuerst spielen enemy factions, und dann erstmal Spider-Man 1 und das Remastered. Which more rewards and unlocks our brand new fast travel system. Du wirst das Game am ersten Tag 100% machen, klar, Tyler. SSD means you can move across the city with very little downtime. Finally, das ist schon nice. The more you explore and the more activities you complete, the more das ist schon echt hübsch. Also ich muss sagen, Wahnsinn. Das sieht so hübsch aus. Ich habe einen Staubschutz. Ich nicht. Aber ich glaube, es dürfte nicht so viel Staub in meiner PlayStation sein. Marvel Spider-Man 2 will feature over 65 suits from the comics, movies and multiple original designs. Das Kampfsystem sieht auch viel besser aus. You'll now have more than 200 different ways to outfit your friendly neighborhood Spider-Man. Du hast so viele Spider-Man-Outfits, das ist mega nice. We couldn't be more excited about what this expanded city has to offer and all the new ways you'll experience Marvel's New York. We look forward to seeing you swinging around in Marvel Spider-Man 2 when it launches October 20th. Viele sind aber nur Skin, also Farben, Jonas. Viele sind einfach nur Farbveränderungen. Es werden bestimmt DLCs kommen. Das ist wirklich schön gewesen. Also das ist ein Spiel, was mich wirklich überzeugt, wo ich sage, geil, bitte mehr davon. Dann gibt's auch nichts zu meckern. One year has passed since the end of the great conflict between Dana and Rena. And so? Es ist einfach Xenoblade in 4K. Von der Optik her gerade. Das könnte auch was für dich sein, Nevi. Tales of Arise. Das sieht auch mega hübsch aus. Herzlich willkommen, Minky. Das spielst du zurzeit? Ist das ein Remake oder wie? Oder ist das eine Fortsetzung? Also ich mag den Grafikstil. Ich hab diesen Grafikstil vorher noch nie gesehen, so. Und ich muss sagen, der sieht richtig schön aus. Hier auch die Charaktere, die sind so kristallklar. DLC. Aber warum ist die Grafik so hübsch? Ja. Ja, ist ein DLC. 9. November.
Ojoverse. What we call destiny is neither visible nor tangible. Yet, es ist krass, dass jetzt so viele Rollenspiele auch kommen, ne? I called out to you and you came. Das war so ähnlich wie Overwatch, oder? Is like a labyrinth. Every divergence is merely an inducement. There is only one Star Rail. Das ist das kostenlose Spiel, ne? Was quasi Genshin Impact ablösen soll. Was irgendwie spielerisch besser sein soll. Hey Beth Vegas. Aber sah hübsch aus. I hope you're all ready for the Foam Stars Open Beta Party. Spiel des Lebens oder was? Ah, Splatoon-Klon von Square Enix. Wo man mit Schaum statt mit Farbe spritzt. Es sieht schon... Es ist halt definitiv ein Splatoon-Klon. Die Frage ist, ob auf der PlayStation der Bedarf da ist, Splatoon spielen zu wollen, wenn man Splatoon spielen kann auf der Switch. Ich glaube, das Spiel wird so ein Semi-Erfolg. Also es wird auch schnell wieder begraben sein. Oder? Was denkt ihr? Weil halt selbst auf Splatoon haben die Leute keinen Bock mehr. Ich glaube, die Leute auf der PlayStation spielen lieber Call of Duty und Co. als Splatoon-Klon. Ja, genau. Es wird, glaube ich, so am Anfang ein Erfolg und dann wird es aber sehr schnell auch wieder weg sein. Genau. The Open Beta kicks off later this month. Before we wrap up, Square Enix has one more update for us. Wenn's kostenlos ist, sowieso, ne? They're hard at work on Final Fantasy VII Rebirth, the ambitious follow-up to the critically acclaimed Final Fantasy VII Remake. Let's see what's in store for one of next year's most anticipated games. Das Remake. Ich glaube, Minky, du hattest das Remastered gespielt und davon gibt's jetzt bald nochmal ein Remake. Das hatte ich bei dir mal gesehen, das Spiel. Hier, das hier. Es wird nochmal neu auferlegt in besserer Grafik. Ready to fire, sir. Welcome to the schon, new world order. Sieht schon echt geil aus. Also ich muss sagen, das Original sah schon geil aus. Aber Final Fantasy übertrifft es immer wieder. Die Spiele sehen so gut aus, grafisch. Immer. Und das ist wieder ein... Das ist wieder so ein Live-Kampfsystem, ne? Nicht rundenbasiert. Eher so Secret of Mana. Die sind... Okay. Final Fantasy war schon immer filmreif. Think you can find him? Ja. Oh, Sephiroth. Und die Sprachausgabe. Ich glaube, die Spiele haben endlich auch alle deutsche Sprachausgabe. Das hat früher gefehlt, als ich Kind war. Und Chocobos. Lol? I ask because I suspect there's soldiers suffering from cellular degradation. Do not be deceived. You know the truth. Trust. Das ist schon richtig hübsch. Und wenn man das Spiel nativ spielt, sieht das noch mal ganz anders aus als hier im Stream. Weil das Bild ist noch viel klarer. Das kann man gar nicht so übermitteln. Ah, das sieht so flüssig und hübsch aus. Kann sein, dass es ein bisschen angelehnt ist, daran, Pampa Mega. Mwah!
Also als Final Fantasy-Fan ist das, glaube ich, ein Pflichtkauf. Es ist halt wirklich fast wie so ein Film. Die Storys sind auch immer richtig schön erzählt. Also da kriegt man wirklich Pippi in den Augen bei den Spielen. Früher als Kind habe ich die geliebt. Und es gab immer so Momente, wo man geweint hat. Wann kommt's raus? Februar auf 2 Discs. Cool. We hope you enjoyed that new look at Final Fantasy. Auf jeden Fall, das war mega. It's coming to PlayStation 5 on February 29th. And that's all for State of Play. Thanks for watching and we'll see you next time. Und wo sind jetzt die Indie-Spiele? Ich dachte, es war eine Indie Direct. Die verarschen uns aber richtig, oder? Jo, wir machen eine Indie Direct, wir zeigen euch Spider-Man, Resident Evil und Final Fantasy. Ende. Ciao. Ey, aber dieses Spider-Man sieht so unfassbar gut aus. Auch die Kämpfe sehen viel besser aus als das, was ich jetzt gesehen habe auf der alten Version. Das hier sieht viel geschmeidiger, animierter aus. Besser. Boah, da musst du gucken, Nivi, was dir besser gefällt, weil beide Spiele unterscheiden sich im Spielstil. Am besten, du schaust dir einfach beide Demos an. Weil nicht Final Fantasy, also jedes Final Fantasy spielt sich teilweise komplett anders. Und es gibt manche Final Fantasy Spiele, die Leute wirklich hassen und andere wiederum, die sie dann lieben. Genau, musst du dann gucken. Weil nicht jedes Final Fantasy Teil spricht jeden an. Stopp. Also, ich bin wirklich begeistert von dem, was sie gezeigt haben. Sie haben jetzt leider nicht viel gezeigt. Aber das, was sie gezeigt haben, war richtig gut. Also, man kann sich durchaus jedes Spiel, was sie gezeigt haben, kaufen. Und ich glaube, Wassermarsch, wenn du dich mit jedem Spiel wirklich ausgiebig beschäftigst, dass du 100% spielst mit Platin, dann bist du auch das ganze Jahr bedient mit diesen Spielen. Du hast halt hohe Qualität. Du brauchst ja nicht viele Spiele. Du hast hohe Qualität, mit der du dich lange beschäftigen kannst. Ne? Nintendo macht halt eher so hoher Spielspaß. Ist aber auch relativ schnell wieder vorbei. Und dann kommt das nächste Spiel. Es werden einfach zu viele Spiele. Ja. Beide Directs waren wirklich gut. Ich muss sagen, wenn ich jetzt beide Directs vergleiche, fand ich sogar die Sony Direct besser. Und ich bin ja der, der immer über Sony meckert. Weil halt einfach nichts kommt. Aber das, was sie heute gezeigt haben, war wirklich, wirklich fantastisch. Also da wirklich Respekt. Ich könnte mir vorstellen, alle Spiele, also Final Fantasy, Spider-Man und Resident Evil natürlich, ja, zu holen. Alleine wegen Paper Mario und Peach. Peach war auch sehr überraschend für mich, weil das ein Kampfsystem hat, like so Echtzeit-Kampfsystem. So wie Bayonetta so mäßig, aber als 2D-Spiel gibt es ja, also so Kirby-mäßig, oder? Das Peach-Spiel ist so ein bisschen Kirby-mäßig vom Kampfsystem. Das hat mich sehr überrascht, weil Super Mario steht ja eher immer für einen Jump'n'Run. Ja. So, wenn es 2D ist. Also, es ist sehr interessant auf jeden Fall. Es ist was Neues. Im Mario-Universum. Avatar sah auch richtig gut aus. Also in der Ubisoft Direct war ich so von Avatar echt nicht begeistert. Da sah es aus wie Far Cry, nur mit Avatar-Charakteren. Aber das, was man jetzt gesehen hat von Avatar, das sah wirklich ganz anders aus. Peach und nicht Mario.
Ja. Wenigstens wurde Roblox gezeigt. Ich fass es nicht. Also ich glaube, kaum einer hat mit Spider-Man gerechnet. Mit Avatar. Mit Resident Evil. Mit Final Fantasy. Aber das waren die Banger. Habe ich irgendeinen Banger vergessen? Ach ja, Tales of Arise war auch ein Banger. Das DLC. Kann ich diesen Stream haben? Müssen wir schauen. Und was übrigens ein Überraschungsbanger ist auf der Nintendo Switch ist, F-Zero 99. Macht mega Spaß. Und was ich euch empfehlen kann, es gibt die Dragon Quest Monsters Demo für die Switch. Jetzt kostenlos im eShop. Werde ich mir auf jeden Fall jetzt gerade runterladen und ich spiele es morgen offline privat. Ich schaue es mir mal an. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil das echt nicht gut aussieht, das Game. Aber damals war das Game echt gut im Vergleich zu Pokémon. Es kann sein, dass irgendwie was schiefgelaufen ist bei denen und das Spiel echt scheiße wird. Deswegen gucke ich mir die Demo an. Ich werde sie aber nicht streamen. Ich schaue mir das privat an. Spiel doch noch F-Zero. Ich werde jetzt schlafen gehen, beziehungsweise ich werde ausmachen und mir Essen machen und dann schlafen gehen. Und morgen muss ich um 7 Uhr wieder raus arbeiten. 10 Stunden. Was heißt der mal gucken? Was heißt was gucken? Also ich schaue mir ich spiele die Demo privat für mich und werde dann im nächsten Stream gerne irgendwie auch ein Feedback da lassen, wie ich sie fand. Und dann entscheide ich, ob ich mir das Spiel holen werde im Dezember oder nicht. Achso, mal gucken, wie ich dir das schicken kann, Camper Mega. Ich wünsche euch allen auch eine gute Nacht. Bis die Tage. Ich werde wahrscheinlich erst wieder am Montag streamen. Über Mediafire. Ich hasse euch alle außer Tyler und Sasuke. Alles klar, Big Pro. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns Montag hoffentlich wieder. Over and out. Bis denn. Ciao, meine Lieben. Thank you.